Ich hätte es Ihnen schon früher gesagt, wenn es was geändert hätte. Die CIA überwacht Rosenthal schon seit Jahren. Was will die CIA mit einem Archäologen? Sein Team hat den Beweis für eine fortschrittliche prähumane Technologie gefunden. Wir müssen rausfinden, was sie entdeckt haben und warum es die Koreaner verstecken wollen. Verstanden. So, Daten werden geladen. Geladen. Jetzt. Wir haben ein Problem, Nomad. Ich kriege immer noch keine Verbindung zu JSOC. Es muss noch einen Störsender geben. Schalten Sie das verdammte Ding ab. Bis dahin sind wir auf uns gestellt. Der markierte Bereich der Karte ist etwa 3 Klicks entfernt in diesem Tal. Je schneller wir von hier verschwinden, desto besser. Prophet! Maximale Panzerung. Fürst zum... Prophet, hören Sie mich! Bitte kommen! Prophet, bitte kommen! Verdammt! Grabungsstätte. Hier ist Major Strickland Abkommen. Wir haben Ihren Squad-Leader verloren. Wir empfangen weder sein Anzugsignal noch seine Peilung. Was zum Teufel ist da unten los? Prophet wird vermisst. Ich wiederhole. Prophet wird vermisst. Wir haben 2 Mann verloren und irgendwas hat sich Prophet geschnappt. Es hat ihn in den verdammten Dschungel gezogen. Er ist weg. Wir holen Sie da raus. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich lasse Sie schnellstmöglich abholen. Negativ, Sir. Ich kann es immer noch schaffen. Ich weiß, wo Rosendahl ist. Er wird auf einer Ausgrabungsstätte in der Nähe einer Militärbasis der Koreaner festgehalten. Ich hole ihn da raus. Wie Sie meinen. Aber unser GPS ist gestört. Sie müssen ohne taktische Unterstützung auskommen. Wenn Sie den Störsender deaktivieren, mache ich einen Satellitenscan der Gegend. Vielleicht kann ich die Ausgrabungsstätte so lokalisieren. Verstanden, Major. 1000 Dank. Energie kritisch. Maximale Panzerung. So. Scheiße. Ich werde vermisst. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. So, unser Sekundärziel ist ausnahmsweise mal unser Hauptziel. Energie kritisch. Maximale Panzerung. So, aufgeladen, weiter geht's. So, wo ist denn der gute Störsender? Ah, direkt da. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Stärke. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Was? Wie jetzt? Warum? Och nö. Wir haben ein Problem, Nomad. Ich kriege immer noch keine Verbindung zu JSOC. Es muss noch einen Störsender geben. Schalten Sie das verdammte Ding ab. Bis dahin sind wir auf uns gestellt. Der markierte Bereich der Karte ist etwa 3 Klicks entfernt in diesem Tal. Je schneller wir von hier verschwinden, desto besser. Das kennen wir ja schon. Fürst zum Prophet, hören Sie mich! Bitte kommen! Prophet, bitte kommen! Verdammt! Maximales Tempo.
Major Strickland abkommen. Wir haben Ihren Squad-Leader verloren. Wir empfangen weder sein Anzugsignal noch seine Peilung. Was zum Teufel ist da unten los? Prophet wird vermisst. Ich wiederhole. Prophet wird vermisst. Wir haben zwei Mann verloren und irgendwas hat geschnappt. Es hat ihn in den verdammten Dschungel gezogen. Er ist weg. Wir holen Sie da raus. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich lasse Sie schnellstmöglich abholen. Negativ, Sir. Ich kann es immer noch schaffen. Ich weiß, wo Rosendahl ist. Er wird auf einer Ausgrabungsstätte in der Nähe einer Militärbasis der Koreaner festgehalten. Ich hole ihn da raus. Wie Sie meinen. Aber unser GPS ist gestört. Sie müssen ohne taktische Unterstützung auskommen. Wenn Sie den Störsender deaktivieren, mache ich einen Satellitenscan der Gegend. Vielleicht kann ich die Ausgrabungsstätte so lokalisieren. Verstanden, Major. Tausend Dank. Feld aktiviert. Maximale Panzerung. So, vorsichtig. Tarnfeld aktiviert. Zweiter Versuch. Maximale Panzerung. Gute Arbeit, Norman. Unser GPS-System ist wieder online. Wir haben eine Anlage der Nordkoreaner lokalisiert. In der Nähe des Flusses. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Aktiviert. Wir scannen die Gegend jetzt nach Ihrer Ausgrabungsstätte. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Findet und erledigt ihn! Und raus. Sucht weiter! Kontakt verloren! Maximale Panzerung. Da drüben! Maximales Tempo. Ich bin schon weg. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Ganz ruhig. Maximale Panzerung. Scheiße, und Prophet ist weg. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Ich höre sie irgendwie die ganze Zeit rauschen. Ich höre einen Hubschrauber. Tarnfeld aktiviert. Ja. Hoppla. Maximale Stärke. Maximale Panzerung. So, wir haben da einen Hubschrauber. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Da soll ich nun rein. Tarnfeld aktiviert. Da oben ist schon ein Scharfschütze. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Ich weiß jetzt nicht, ob es das echt bringt. Tarnfeld aktiviert. Wer hat mich jetzt gesehen? Wer hat mich denn bitte gesehen? Maximale Stärke. Nochmal, Sie nähern sich jetzt der koreanischen Basis. Wir planen gerade die Invasion der Insel. Sollten Sie also irgendwelche Informationen finden, immer her damit. Die Basis wird schwer bewacht. Gehen Sie also leise vor. Folgen Sie dem Fluss. Auf der anderen Seite führt eine Straße direkt zum Lager. Gut. Kann ich mir den Hubschrauber mal markieren? Der ist mir ein bisschen zu nah.
Da ist er ja. Habe ich etwas für den Panzer? Nein. Tarnfeld aktiviert. Maximale Stärke. Tarnfeld aktiviert. Ich habe was gemacht. Ich habe ein Ziel. Tarnfeld aktiviert. So. Ging fast gut. Maximale Panzerung. Heli Action. Tarnfeld aktiviert. So, von hier aus soll ich also rein. Maximale Panzerung. Na gut. Feld aktiviert. Da sind wir ja schon. Energie kritisch. Tarnfeld aktiviert. So. Was haben wir denn da? So, das wird jetzt Tarnfeld aktiviert. Echt schwierig. Denn ich habe hier kaum Deckung und schießen will ich nicht, weil ich weiß, was da unten für Leute lauern. Da waren 10 Leute. So, das ist jetzt schon Tarnfeld aktiviert. Recht heftig. So, wir sind drin. Kritisch. Maximale Panzerung. Alter, ich bin gerade angespannt wie sonst was. Tarnfeld aktiviert. Da ist die Grabungsstätte. Maximale Panzerung. Sehr schön. Läuft doch. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Super, dass die Guten mich nicht sehen. Maximale Panzerung. Ach ja, da kam ich ja nicht so raus. Nein, nicht rutschen. Tarnfeld aktiviert. Wisst ihr was? Ich schleich mich da nach links raus. Da hinten schleiche ich mich raus. Energie kritisch. Maximale Panzerung.
So, wir haben alle überlebt. Haben wir doch super hingekriegt. Au. Ach ja, Scharfschützen. Habe ich ganz vergessen. Maximale Panzerung. Hier rechts ist ein Minenfeld, das sieht man auf der Minimap. So. Haben wir alles. Brieftasche, haben wir alles. Führerschein ist auch dabei. Spiel gespeichert. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Sieht schon geil aus. Energie kritisch. So, davor war ein Speicherpunkt. Ich überlege gerade eine Aufnahmepause zu machen, weil ich habe scheiße viel zu rendern. Na komm, einen Punkt machen wir noch. Gott, ist das warm, ey. Ich schwitze gerade wie sonst was. Zum Glück ist bis jetzt noch kein Gewitter aufgezogen. Wir haben irgendwie, keine Ahnung, 32, 34 Grad. Ich würde gerne so den Ventilator neben mir laufen lassen, aber darf ich nicht. So, da vorne sehe ich schon die ersten Schlitzis. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. So, ein Scharfschütze haben wir da. Tarnfeld aktiviert. Das müsste hier die Ausgrabungsstätte jetzt sein, ne? Energie kritisch. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Kacke. Tradeland, ich nähere mich jetzt der Ausgrabungsstätte. Roger, Nomad. Infiltrieren Sie die Forschungskuppel und holen Sie Rosendahl da raus. Ich schicke Ihnen einen Senkrechtstarter. Geil, ein Senkrechtstarter. Nice. Energie kritisch. Huch, da backt's. Könnte man so durchgucken vielleicht. Tarnfeld aktiviert. Ich meine, den Scharfschütze sollte ich schon mal vorher erledigen. Maximale Panzerung. Jo. Sicher, sicher. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Also gut gesichert ist was anderes. Na, was ist da denn? Schaut mal. Auch wieder ein Grafikbug. Maximale Panzerung. Der Sack hat mich echt gesehen. Ist ja gut. Alter. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Okay, diesmal kommen wir jetzt nicht ohne Schießen hier vorbei. Maximale Panzerung. Meine Munition ist auch bald am Limit. Tarnfeld aktiviert.
maximale Panzerung. So, ich gehe mal hier rechts hoch, um erstmal zu überblicken, wo ich hier überhaupt rein muss. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Hätte ich auch vielleicht gleich außenrum reingehen können. Tarnfeld aktiviert. So. Maximale Panzerung. Maximale Stärke. Tarnfeld aktiviert. Ja. Energie kritisch. Ich drehe wieder um. Maximale Panzerung. So, rein geht's. General Kyung, hören Sie doch. Ich empfange einige sehr seltsame Signale. Wir müssen wissen, womit wir es hier zu tun haben, bevor Sie... Ich bin die ständigen Verzögerungen leid. Bei den anderen Fossilien waren Sie nie so vorsichtig. Ich weiß, was im Hindukusch passiert ist, Doktor. Das war was anderes. Die anderen Proben, die afghanischen Artefakte, die sibirischen, das waren alles Fragmente. Das ist das erste intakte Exemplar, das wir je gefunden haben. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Dafür ist keine Zeit, Doktor. Die Amerikaner sind bereits auf der Insel. Ihre diplomatischen Verwicklungen interessieren mich nicht, General. Sollten Sie aber. Das Pentagon wird dieses Projekt militärisch nutzen. Glauben Sie wirklich, dass die CIA Sie ungestört weiterforschen lässt? Was ist das denn? Ich verstehe. Ich brauche nicht mehr lange. Mein Scan ist so gut wie fertig. Uns geht es nur um diesen Tempel. Ihr Fossil interessiert mich doch gar nicht, Doktor. Das ist kein Fossil. Es ist eine versteinerte, karbonbasierte Maschine. Eine Maschine, die 2 Millionen Jahre älter ist als die Menschheit. Das spielt im Moment keine Rolle. Dieser Tempel ist der Ursprung. Tempel? Meine Güte, wir haben keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Wenn Sie es öffnen, weiß niemand, was passieren wird. Warten Sie. Ich bekomme jetzt die ersten Bilder. Aber das... Das kann nicht sein. Da bewegt sich etwas. Aber das ist unmöglich. Oh nein, Kyung! Sie müssen sofort damit aufhören. Es ist zu gefährlich. Sie haben keine Ahnung, was da drin ist. Dad, was ist los? Helena, du musst ihn aufhalten. Verschwinde von hier, sofort. Sie leben noch. Wer lebt noch? Wovon redest du denn? Das Fossil. Es lebt noch. Es ist... Oh nein! Dad, wir haben eine Mikrowellenentladung bei euch geortet. Was hast du getan? Verschwinde da, schnell! Was ist... Wer sind Sie? US Special Forces, wir müssen hier raus. Ein Glück. Kyung hat mein Team, meine Tochter, oben in der Mine in den Bergen. Sie müssen zu ihnen. Wir haben einen schrecklichen Fehler gemacht. Was hab ich getan? Oh. Ups. Bisschen gefrostelt. Nomad, wir haben einen massiven Energieanstieg im Zentrum der Insel gemessen. Was zum Teufel ist da draußen los? Rosendahl ist tot. Seine Entdeckung hat den Laden hier gerade in einen riesigen Eiswürfel verwandelt. Sie haben in den Bergen eine noch größere Reliquie gefunden. Ich muss da rauf. Ihr Vogel ist unterwegs. Wir haben eine sichere Landezone einige Klicks flussabwärts. Schnappen Sie sich ein Boot und fahren Sie los. Schweres Gerät nähert sich Ihrer Position. Beeilen Sie sich, da draußen wird's gleich ziemlich ruppig. Was war das? Maximale Panzerung. So, Energie aufladen. Tarnfeld aktiviert. Da rennen sie, die Chinesen. Koreaner, Entschuldigung. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Und ich bin draußen. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Mittlerweile ist es Nacht geworden. Energie kritisch.
maximale Panzerung. Ich sehe nur noch Laserpointer durch die Luft fliegen. Tarnfeld aktiviert. Ich hätte auch gern so einen Anzug. Der hinten leuchtet jetzt auch noch rot. Tarnfeld aktiviert. Die laufen da oben lang. Das Schöne ist, dass die Taschenlampen Laserpointer haben, so sieht man die schnell. Oder einigermaßen schnell. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Energiekritisch. Maximale Panzerung. Da ist ein Hubschrauber. Ich sehe den Hubschrauber nicht mehr. Energiekritisch. Maximale Panzerung. Wie hat der? Hat er mich so schnell gesehen? Energiekritisch. Der hat doch gecheatet. Müssen wir durchs Minenfeld latschen. Energiekritisch. Maximale Panzerung. Glück gehabt. So, auf dem Radar sehe ich den Hubschrauber bis jetzt nicht mehr. Maximale Panzerung. Jetzt auch wieder direkt über Minenfeld. Ins Haus kommen. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Keine Munition. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Und wieder raus. Aktiviert.
volle Stärke. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Und weg bin ich. Ha, Glück gehabt. So, wir sollen ja der Straße folgen. Was eigentlich eine extrem dumme Idee ist. Aber wir waren Lichtreflex. Frösche. Yay. Fröschli. Da sind welche. Finde ich super, dass hier so leicht auch die Tierwelt dabei ist. Mit Vögel, Frösche beispielsweise, Hasen habe ich gesehen. Glaube ich. Finde ich ganz cool. Boah, und diese Wärme. Ich habe permanent die Taste für meine Anzugeinstellung, also für das hier. Habe ich permanent den Finger. Das Blöde ist, trotz dieser Tastatur, weil mein Schreibtisch so klein ist, halte ich meine Hand trotzdem total verkrampft. Wow. Low Pass. So heißt das im Fliegerjargon. Musik braust auf. Mein Radar sagt Achtung. Maximale Stärke. Maximale Panzerung. Das sieht auch echt geil aus unter Wasser. General Kyung hält sie in der Mine fest. Ja klar, in der Gegend wimmelt es von KVA-Truppen. Egal, was sie da oben verstecken, sie wollen nicht, dass wir es sehen. Ist klar. Kann mir gut vorstellen, was sie da verstecken. Bestimmt ganz viele von diesen Scheißviechern. Von diesen kohlenbasierten Lebensformen. Kohlenstoffbasierte Lebensformen. Keine Ahnung, was für Viecher das sind. Vor allen Dingen, die sagen ja, das sind... Anscheinend sind das über 2000 Jahre alte Maschinen. Mit so einer Technik, das sind keine Maschinen. Das ist was anderes, das ist eine richtige Lebewesen. So Aliens irgendwie, ne? Weil wo gibt's auf dieser Scheißwelt bitte schwebende Viecher, die Eisstrahle aus der Fresse schießen können? Nein, der Gedanke ist total absurd. So, hier haben wir einen Felsvorsprung, wo wir hoch können. Maximale Panzerung. Oh, ich gehe wieder runter. Da kommt ein KVA-Konvoi auf sie zu. Ja, habe ich gemerkt. Tarnfeld aktiviert. Wäre ich doch unten geblieben. Nein, 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 kein Feuer. Ich mag Feuer nicht. Macht Aua. Halte dich lieber in Deckung, am Ende wirst du der Sieger sein. Kein Hubschrauber. Maximales Tempo. Froschi. Energie kritisch. Ein Haus haben wir da Munition. Aktiviert. Natürlich nicht. Doch, da liegt was. Nur eine Stahlplatte. Maximale Panzerung. Ich kann das aber nehmen. Jetzt schon wieder ein Hubschrauber.
Ich mag die mittlerweile nicht. Maximales Tempo. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Neblig. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Nomad, hier Walsche 2-6, nähere mich der Landezone. Langmachen für Exfiltration, over. Landezone immer noch zu heiß, wiederhole, zu heiß. Sie müssen das Gebiet sichern, damit wir landen können. Tun Sie was, Nomad. Verstanden, Walsche. Tarnfeld aktiviert. Huch, wo sind die hin? Ja, und jetzt? Da hinten laufen welche. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Was? Was? Bitte? Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Tarnfeld aktiviert. Strickland, hören Sie mich? Ich glaube, diese Typen haben Nanosuits. Schöner Mist, die dürften diese Technologie noch gar nicht haben. Falls es Sie beruhigt, Sie sehen wie billige Kopien aus. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Scheiße, ich brauche Waffen. Präzisionsgewehr, wo war der? Da. Energie kritisch. Tarnfeld aktiviert. So, was haben wir denn da? Schalldämpfer, Taschenlampe, Reflexvisier. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Scheiße, jetzt suchen wir die. Energie kritisch. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Nomad, da unten sind immer noch feindliche Einheiten. Ich arbeite dran. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Kritisch. Snipern wir hier über den Friedhof. Maximale Panzerung. Aktiviert. Energie kritisch.
aktiviert. Toll. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. So, jetzt brauche ich aber echt Muni. Alles weg. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Nein! Ach, fuck. Maximale Panzerung. Norbert, hier Walsche 2-6, nähere mit der Landezone. Halt machen für Exfiltration, over. Landezone immer noch zu heiß. Wiederhole, zu heiß. Sie müssen das Gebiet sichern, damit wir landen können. Tun Sie was, Norbert. Verstanden, Walsche. Tarnfeld aktiviert. So, von da kommen sie ja. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Strickland, hören Sie mich? Ich glaube, diese Typen aktiviert. Haben Nanosuits. Schöner Mist, die dürften diese Technologie noch gar nicht haben. Falls es Sie beruhigt, Sie sehen wie billige Kopien aus. Ach, fick dich doch. Was soll denn der Mist? Vor allem, ich habe doch auch diese Energie. Warum nutze ich die nicht? Maximale Panzerung. Idiot. Norbert, hier Walsche 2-6, nähere mit der Landezone. Bereit machen für Exfiltration, over. Landezone immer noch zu heiß. Wiederhole, zu heiß. Sie müssen das Gebiet sichern, damit wir landen können. Tun Sie was, Norbert. Verstanden, Walsche. Tarnfeld aktiviert. Ey, das gibt's doch. Mann, was ist denn los? Maximale Panzerung. Norbert, hier Walsche 2-6, nähere mit der Landezone. Einfach für Exfiltration, over. Landezone immer noch zu heiß. Wiederhole, zu heiß. Sie müssen das Gebiet sichern, damit wir landen können. Tun Sie was, Norbert. Verstanden, Walsche. Tarnfeld aktiviert. So. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung.
Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Toll. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Och, das ist doch, ey. Aktiviert. Fick die Hölle doch. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Stärke. Das wird schon wieder nichts. Ich friss einen Besen, ey. Das ist doch scheiße jetzt. Ich habe keine Muni. Wie soll ich die denn jetzt erledigen? Nomad, hier Walsche 2-6, nähere mit der Landezone. Bereitmachen für Exfiltration, over. Landezone immer noch zu heiß. Wiederhole, zu heiß. Sie müssen das Gebiet sichern, damit wir landen können. Tun Sie was, Nomad. Verstanden, Walsche. Tarnfeld aktiviert. Ich möchte vereinzelt so ein paar Kopfschüsse verteilen immer. Na sicher doch. Was haben die denn für Waffen bitte? Fuckt ja richtig ab die Scheiße. Mann! Nomad, hier Walsche 2-6, nähere mit der Landezone. Bereit machen für Heimat der Konzentration. Landezone immer noch zu heiß. Wiederhole, zu heiß! Sie müssen das Gebiet sichern, damit wir landen können. Tun Sie was, Nomad. Verstanden, Walsche. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Ich schwitze, ich kann die Maus nicht mehr richtig greifen, weil die so Klavierlack hat. Tarnfeld aktiviert. Der hat mich jetzt schon gesehen. Der Spaten da hinten. Maximale Panzerung. Na also. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert.
Maximale Panzerung. Irgendwie muss ich den jetzt erledigen. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Strickland, hören Sie mich? Ich glaube, diese Typen haben Nanosuits. Schöner Mist, die dürften diese Technologie noch gar nicht haben. Falls es Sie beruhigt, Sie sehen wie billige Kopien aus. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Nomad, da unten sind immer noch feindliche Einheiten. Ich arbeite dran. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Boah, komm schon. Tarnfeld aktiviert. Wo versteckst du dich? Steckt sich auch hinterm Baum, der Sack. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Yes! Hurensohn! Vulture, hier ist Nomad. Jetzt müsste die Luft rein sein. Verstanden, Nomad. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich komme jetzt runter. Bah! Halleluja! Nomad, wir warten auf grünes Licht für einen Luftangriff. Aufklärer sind unterwegs. Wir sammeln unsere Truppen vor der Küste. Sobald Sie zu unseren Jungs gestoßen, geht's los. Ich hoffe, Sie sind bereit für einen Krieg. Roger. Vom Prophet gehört? Der Mistkerl wird mir fehlen. Was hältst du von der Sache? Wie es aussieht, war Jester doch nicht verrückt. Kann man so sagen. Ich kann gar nicht aufhören. Ich will jetzt aufhören, aber ich kann nicht. Ups. Was trinken, ey? Am liebsten würde ich mir das Wasser über den Kopf gießen.
So, dann mache ich jetzt mal einen Folgen-Cut. Oh, scheiße, ist das einfach viel zu rendern. Oh Gott. Das wird einem Spaß beim Hochladen. Also wenn die Folgen zu groß werden von der Datei her, wird das nur alle zwei Tage anscheinend was. Aber mal schauen.